Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es jetzt Samstag und ich habe mich mal nicht geschminkt. Ich hoffe, es ist auch in Ordnung, aber ich habe schon Haare gewaschen, also ein bisschen habe ich schon gemacht. Ich war einkaufen bei Lidl. Genau, natürlich, wo sonst? Ja, klar. Aber auch bei Lidl. Auf jeden Fall zeige ich euch mal ein Ausmaß. Aber erst füttere ich die Katze. So, die Katzen sind versorgt. Ich war, wie gesagt, bei Lidl. Wie viel ich ausgegeben habe, ich glaube so 40 Euro ungefähr. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich dummerweise den Kassenzettel erst weggeflogen. Wirklich jetzt. Ist so, ich bin jetzt nicht hinterher gerannt wegen dem Einkaufszettel. Der ist geflogen, geflattert und ich bin nicht hinterher gerannt. Nee. Aber so um den Drehraum war es. Fangen wir gleich oben an. Ist eigentlich egal, was ich da rausnehme. Einmal Gemüsemais, super sweet. Habe ich gleich zweimal. Dann habe ich auch zweimal gleich unsere besten Brötchen. Ich weiß, man sollte, wenn man abnimmt, keine Brötchen essen. Aber ja, ich mache es trotzdem. Habe ich zweimal Dulano Light Geflügel mit Joghurt. Zweimal gleich. Dann gleich zweimal wieder Wurst. Einmal Paprika Salami, geräuchert Spitzenqualität. Ja, ist ja klar, was sonst. Und einmal die normale. Und den Vorrat. Dann habe ich einmal, weil ich auch einen Quark mitgenommen habe und Joghurt, habe ich einmal Schnittlauch, frisch vom Feld, von Iglo. Ja, es gibt das auch bei Lidl gibt es auch in etwas günstiger, vielleicht 20 Cent günstiger. Aber das halt nicht in so einer Box, sondern in so einer Plastikhülle. Plastik nicht, sondern Papierhülle. Und das ist nicht so gut, finde ich persönlich. Das ist matschiger als das hier, finde ich. Okay, einfach Iglo, Schnittlauch. Und einmal Petersilie. Weil ich möchte mal wieder Kartoffeln mit Quark. Und dann möchte ich mal was, bisschen Petersilie oder Schnittlauch dazu. Von daher probiere ich mal. Dann habe ich einmal Süßstofftabletten, 1200 Stück. Das reicht erstmal für ein paar Monate. Dann einmal Tomaten, Gewürz, Salz. Habe ich noch nie genommen. Ich wollte einfach mal ausprobieren. Einmal das hier. Ja, fokussiere nicht. Und Paprika edelsüß. Nein, Paprika rosenscharf. So, das wollte ich haben. Weil Paprika edelsüß, da finde ich, das merkt man manchmal gar nicht. Dass das Paprika dran ist manchmal. Von daher ein bisschen Schärfe ist auch nicht schlecht. Ich habe dreimal Mozzarella Light Kugel. Ja. Dann habe ich einmal Paprika Mix. Die waren alle schlecht, außer diese hier. Wirklich haben wir diese, es war schon ein bisschen wässrig drin. Von daher habe ich die halt zum Glück noch gefunden, die alles noch gut ist. Ich habe natürlich wieder Katzenfutter gekauft, was sonst. Ist offen. Ne. Dieses Jahr wieder, ne?
Lidl, Eigenmarke. Dann habe ich hier einmal haltbare, fettarme Milch. Das habe ich hier. Achso, Thunfisch, ja. Wo ist das andere Thunfisch? Hier. Also ich habe zweimal Thunfisch im eigenen Saft gekauft. Ja, ja. Das schmeckt sehr, sehr gut. Und hat auch wenig Kalorien oder Punkte, wie man es machen möchte, ne? Und ich habe ein Rezept irgendwo in einer Seite. Da stand das drin, dass es auch ein Rezept gibt. Thunfischcreme und die hatte auch sehr wenig alles rum. Alles, ne? Ach ja, Tomaten habe ich schon gesagt. Eigentlich nicht mehr. Also hier nochmal Tomaten. Zweimal gleich. Dann nochmal meine Lieblingsbrotaufstrich. Pesto Rosso. Ja, normalerweise macht man das nicht aus Brot, sondern eigentlich fürs, für was anderes. Fürs, für Nudeln, aber ich mache es auch gerne auf dem Brot oder Brötchen. Toast. Toast esse ich nie, aber Knäcke oder sonst was. Dann habe ich hier, wie gesagt, den Speisequark. Magerstufe. Das war auch lustig. Meine Mutter vor kurzer Zeit hat ja einen Kuchen gebacken für meinen Vaters Geburtstag. Und dann ist mein Vater einkaufen gegangen und hat Quark gefunden und hat dann angerufen, ja, wie viel, meine Mutter hat auf drauf geschrieben, Magerquark. Wie viel Prozent denn? Ja, denn die höchste. Magerquark, Leute, ne? Magerquark hat kein Prozent. Von daher war es sehr, sehr amüsant bei mir, bei unserer Familie. Dann habe ich hier einmal Vitador Rapsöl. Dann habe ich einmal, 10 frische Eier, Bodenhaltung. Ja, sind haltbar bis zum 9.4. Achso. Das muss ich auch nicht verstehen, glaube ich. Hier steht bei 5 Grad bis 8 Grad plus nur haltbar bis zum 3.4. Aber ich packe die ja generell in den Kühlschrank. Von daher werden die wahrscheinlich bis zum 9.4. haltbar sein. Dann habe ich hier noch einmal Champignons. Habe ich eigentlich noch, aber gut. Hier habe ich noch eine Mozzarella-Kugel. Dann habe ich etwas Ungesundes. Okay, was andere gesund wäre, ne? Aber Chicken Wings, Hähnchenflügel geteilt mit 80 scharfer Flügel, also scharf. Dann habe ich einmal für das, was ich gleich mache schon, weil das ist so eine Pfanne, also eine Gemüsepfanne mit ja, Tomaten, und Paprika und den Rest, was noch kommt. Und deswegen brauche ich Hackfleisch gemischt. Und dann habe ich einmal 31.3. nicht mehr. Grillmeisterhähnchen im Minutenschnitzel. Knoblauch, Pfeffer. Also normalerweise nehme ich immer die rote Paprika, rote Ding. Aber ich habe einmal, das schmeckt auch, vielleicht schmeckt es ja gar nicht so schlecht, das Grill oder was auch immer sein soll. Dann habe ich, was ist los hier, Tomatenmark, ja, einmal Joghurt, ein 1,50, ne, ja, leider nur der milde 1,5, das andere, diese 0,1 gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Dann die noch andere Milch, komm mal weg, da muss ich. Dann haben wir noch den anderen Mais. Mein Gott, jetzt kommt alles. Ah. Speisekartoffeln festkochen. Mal gucken, irgendwann brauchen wir die immer. Da ich jetzt auch Kartoffeln mit Quark und Butter, Butter vielleicht nicht nur Quark, essen möchte, ist perfekt. Aber diesmal habe ich auch Porree mitgenommen. Und diesmal, Leute, haltet euch fest. Sensation. Ich habe Porree gekauft und das ist nicht für meine Lieblingssuppe, sondern für, boah,
Hoppala. Sondern halt für die Pfanne, die ich gleich mache. Normalerweise, ich feiere heute zu meinem Vater, der hat heute Geburtstag, oder zumindest feiert heute nach. Normalerweise esse ich heute bei denen, ist ja auch so, aber das schmeckt am besten, wenn man so ein paar, wenn es einen Tag zieht. Und von daher schmeckt es am Morgen am besten. Dann habe ich hier auch noch drei Auberginen. Oh, ja, glaube ich schon, diese schwarzen hier. Normalerweise ist es ja so, dass man die Pelle dran lässt, ne? Aber bei dem Gericht ist es nicht ratsam, diese Pelle, oder die Schale, wenn man es auch nennen möchte, dran zu lassen, weil das dann so hart ist. Deswegen mache ich sie ab. Das ist auch nicht so dramatisch. Dann habe ich nur noch eine Sache. Und zwar ein Pott, ein Sack Zwiebeln. Das sind immer so Standardsachen, Kartoffel und Zwiebeln. Die kommen gar nicht weg wie warme Semmel hier. Natürlich ist es nicht gesund, ja, bla bla blub. Genau. Ich werde gleich zu meinem Vater, zu meinen Eltern fahren. Und ob ich da schlafe, weiß ich halt noch nicht. Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich fahre ich wieder nach Hause und berichte euch dann, wie es war. Wahrscheinlich werde ich da mal wieder nicht filmen, weil ich nicht darf. Oder ich mache es einfach mal gucken. Mal schauen. Genau, meine Lieben. Ich wünsche euch erstmal bis gleich. So, meine Lieben. Ich bin wieder zu Hause. Ich war ja bei meiner Familie zu der Party meines Vaters und ich muss euch was sagen. Also, es war relativ gut. Also, ich bin so um 19 Uhr angekommen. Dann haben wir eigentlich gleich gegessen. Und dann habe ich abgewaschen, bestimmt eine anderthalb Stunden, weil die Spülmaschine schon voll war und angemacht und dann, ja, abgewaschen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe immer so unsicher war ich mir ja, ob ich diese Rede halten soll oder nicht. Und ich habe es dann wirklich gemacht. Ich habe es dann, oh, mein Leben ist Katastrophe, ihr kennt mich ja. Wenn alles glatt laufen würde, wäre es nicht mein Leben. Also, ich hab meinen Laptop mitgenommen. Ich habe ja zwei, also den kleinen Laptop, den ich eigentlich gar nicht mehr brauche mehr, aber er ist noch da. Und den habe ich mitgenommen. Dann mit dem habe ich dann auch versucht, den HDMI-Kabel bei dem Löwe-Fernseher zu finden. Aber fragt mich nicht, wo das war. Da waren noch Bilder drauf. Wusste ich jetzt nicht ganz genau. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Total die schwarzen Augenringe, aber ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall. Dann habe ich dann diese, Glück hatte ich den USB-Stick noch mit. Und habe den halt dran gemacht. Hat dann auch geklappt. Rede stand da drauf und dann, ja, habe ich meine ganze Familie da, die habe ich euch zugehört. Mein Vater hat dann gesagt, kommt mal alle her, Gina hat was für euch, ja, für uns. Und meine ganze Familie und Angehörigen und was auch immer, also die ganzen Gäste, waren dann da und ich habe angemacht und ich war richtig aufgeregt, wirklich. Ich habe gezittert, richtig, weil ich war einfach aufgeregt. Warum? Ja, ihr wisst ja. Und mitten im Schalke-Lied, blau und weiß, ein Leben lang, hat dieses scheiß Video rumgesponnen. Nicht, nirgends, kein, so, zu Hause nicht, hat es nicht rumgesprungen. Aber warum denn ausgerechnet dann, wenn ich das vorzeigen möchte, ich war so sauer und habe dann versucht ein bisschen vorgespult, also ich habe jetzt nicht alles gesehen, also vielleicht mal 30 Sekunden haben sie nicht gesehen, ist auch kein Weltuntergang, aber trotzdem. Aber wir waren sehr begeistert, also mein Vater war auch sehr emotional, habe ich mir das nicht gewusst, gedacht. Auf jeden Fall kam er sofort an und hat mich umarmt. Und das fand ich schon sehr, sehr toll. Also es hat mich schon ein bisschen gepusht. Mein Bruder war leider nicht dabei, der war schon oben noch. Ich glaube, oder? Nee, der war nicht dabei, macht aber auch nichts. Und was war noch? Also es war auf jeden Fall meine Nachbarin, also die Nachbarin meiner Mutter, meiner Familie, kam auf mich zu und die war die zweite, die mich umarmt hat. Und das war sehr, sehr toll. Also wirklich alle fanden das. Also alle
fanden das toll. Und das fand ich natürlich. Alle sagen jetzt, ich soll Schauspielerin werden. Oder ich will auf die Bühne gehen, ein Theaterstück oder Comedian werden. Locker bleiben, ja? Ich mache das ja vor der Kamera und halt nicht persönlich. Hallo. Aber es war sehr, sehr gut. Es hat mir sehr viel. Es war sehr toll. Und die Angst, die ich hatte, war nicht berechtigt im Nachhinein. Aber ja, das wusste ich ja vorher nicht. Was ich dann sehr komisch fand. Und zwar ein Familienmitglied nicht, aber ein Gast, der normalerweise sehr zurückhaltend er ist und nie so richtig auf sich rauskommt. Oder zumindest, ja, hat diesmal ein bisschen mehr getrunken, glaube ich. Und hat dann aber zum Schluss beim Abschied gesagt, ja, dass er das sehr toll fand, diese Rede, aber von meinem Bruder enttäuscht ist. Also nicht enttäuscht, aber schade finde, dass er das nicht macht, zumindest seine Gitarre und sein Klavier oder was ist das? Piano ist es auch nicht. Keyboard? Sowas. Keyboard spielen könnte er ja auch machen. Aber ich habe gesagt, ja, habe ich meinen Bruder so gesagt gerechtfertigt. Also und ihn unterstützt, weil. Dann ist es halt so, dann, auch wenn ich jetzt, sag ich mal, sowas Gutes gemacht habe, trotzdem ist ja die Leistung meines Bruders ja auch nicht zu unterwerfen. Also wie soll ich das sagen? Nicht schlecht zu machen, weil beispielsweise, wenn es jetzt so wäre, wenn mein Bruder das auch gemacht hätte, also beispielsweise irgendein Lied getrellert hätte oder gespielt hätte und ich dann meine Rede gemacht hätte, würde ich ja auch meine Rede minderwertiger einschätzen als das von meinem Bruder, weil er ist mein Bruder, ja. Ich weiß, er kann ja viel mehr als ich, das weiß ich ja. Und aber trotzdem, ja, ist halt mein Bruder. Ich will ja auch in Schutz nehmen, ja. Und ist halt so. Ich liebe ja meinen Bruder, so wie man auch einen Bruder lieben sollte. Es ist halt immer so, ja, was liebt sich, was neckt sich, ne? Also es ist vielleicht mal, sagst du mal, jetzt ein halbes Jahr sein ungefähr, also 6 Monate bis halb, dieses bisschen Jahr, dass wir uns jetzt wirklich sehr gut verstehen. Also er mir auch Sachen anvertraut, also sagt, die er sonst nie erzählt hätte, und das finde ich schon schön. Ja. Genau. Er meditiert ja auch öfters, aber da komme ich jetzt, das ist nicht so ganz meins. Also so Interessen, das ist wirklich, man merkt dann in diesen Sachen wirklich nicht, dass wir Geschwister sind, weil er hat ganz andere Interessen als ich, aber das ist, glaube ich, normal bei Geschwistern, ja, glaube ich zumindest. Gut, meine Lieben, wir haben es jetzt, haltet euch fest, eigentlich 4:01 Uhr, aber da die Zeit ja umgestellt wurde, eine Stunde vor, haben wir es jetzt schon 5:01 Uhr. Ich bin todmüde. Meine Oma und mein Opa waren, meine Oma war besoffen. Leute, meine Oma war betrunken. Ich habe das noch nie gesehen, dass meine Oma richtig besoffen war. Also die hat da rumgeschwunken. So richtig Hammer. Also sie ist 85. War gut drauf heute, mein Gott, Omachen. Da ist aber zum Schluss ist immer das gleiche Thema. Immer. Ich verstehe das nicht, warum zum Schluss immer dieses gleiche Thema aufkommt. Immer Beerdigung, Tod. Furchtbar. Also jedes Mal erzählt sie, wie sie sterben möchte. Oder nee, wie sie begraben werden möchte. Anonym. Finde ich auch gar nicht schlimm. Aber ich will wenigstens wissen, wo ungefähr. Nicht, dass sie. Die hat gesagt, wenn sie in Spanien verstirbt, dann möchte sie eingeäschert werden und übers Meer gestreut werden. Aber das geht ja nicht. Seebestattung, aber. Nee, anderes Thema. Genau, das war jetzt mein. Ja, ich fand es gar nicht so schlecht. Aber gut. Ich wünsche euch alles Gute. Und bis morgen. Gute Nacht.